dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Griechisches Feuer. Ja moin, als ob das physikalisch so halten würde. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Wie komme ich denn da? Wie bekomme ich? Ich muss mir jetzt mal einen Überblick verschaffen. Noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ja, das muss sie nur finden. Was ist griechisches Feuer genau? Ist das auch so ein Ölzeug, was einfach gut brennt? Das ist eine Mischung aus irgendwas. Ja, so Feuerbomben von früher, ne? Von damals. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ich muss sie nur finden. Kann ich hier rüber gehen? Nee, aber ich rutsche auch nicht runter, oder? Ja, vielleicht doch. Oder? Nee. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Moment, was war das? Geld. Geld! Oh, scheiße. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Ich brauche mindestens 2 Stück noch, wie ich das sehe. Also was muss ich tun? Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Die Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes, die Ritter des Trinity-Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen, seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Aber es ist zu spät. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Da soll ich hin. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Das ist noch was Rotes. Warum leuchtet denn das rot? Okay, da muss ich erst irgendwas aufsprengen oder so. Kann ich das irgendwie lösen? Ich habe gar... Ach nee, das ist der falsche Fall. Moment. Hä, wie mache ich denn jetzt nochmal... Moment, jetzt bin ich durcheinander. Wie schieße ich denn normale Pfeile? Genau so. Nur nicht auf die... Ah, okay. Ich bin doof. Alles klar. Nee. Das sollte den Weg etwas frei machen. Ich muss es vom Feuer fernhalten. Vielleicht kann ich es irgendwo befestigen. Ja, da hinten. Es geht aber nicht. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später. Ach, ich bin hier. Ja, okay. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Ich muss auf diese Seite gehen. Zieh von hier unten irgendwo eins raus. Wie komme ich da jetzt hin? Ja, springen. Von hier aus muss ich das irgendwie lösen. Dann da festmachen. So.
Und jetzt kann ich es wieder rauslassen. So. Zack. Mal gucken. Schwefel. Scheint, als hätte er noch irgendwas mit Schwefel drin. Der Nebel, dieser gelbe Nebel, bringt mich gerade dazu zu denken, dass es Schwefel sei. Wenn sie doch vorhin sagte, dass der gelbe Nebel Schwefel ist. Hm. Nur noch ein Pfeiler übrig. Ja, muss ich da auf irgendwas anderes achten? Ich lasse es mal noch so ein Fass frei und dann... Jetzt fährt das da rein, ne? Aber nicht dahin, wo es soll. Oder wie ich es brauchen tue. Was explodiert es da? Hm. Wie bekomme ich das jetzt da weg? Komme ich irgendwo hin? Bevor das Teil da... runterdings. Oder muss ich irgendwo anders hin? Mal gucken. Also hier komme ich nicht hoch und nicht rein. Komme ich da hoch? Nee. Hier komme ich wieder zurück. Okay. Ich kann da mit dem Seil kann ich nur ins Wasser springen, aber es hätte bringt trotzdem nichts mit der Kante da. Oder kann ich es von da oben rüberziehen, wenn ich da stehe? Das muss ich ausprobieren. Jetzt darf ich auf die andere Seite klettern, geil. So, also. Kommst du nicht an. Okay, so. Den lasse ich runter. Das muss jetzt hier, dass es sich dreht. Und wenn ich hier oben stehe, muss ich versuchen. Ich versuch's mal von hier am besten dann. Das Ding einfach nochmal ein Stück rüber zu ziehen. Dass das eventuell nicht da unten reinrutscht. So, so, Achtung, Achtung, jetzt geht's los hier. Ach, lauf doch, Lara. Okay. So. Ja, ja, fließt da lang. Nein, komm zurück, komm zurück. Nein, hierher. Nee, es lässt sich nicht umlenken. Nicht so. Muss ich dieses Gestrüpp hier irgendwie erst loswerden? Dass die Strömung vielleicht anders wird. Was war das jetzt für ein Glitch, ey? Weil die Strömung bringt es ja da vorne rüber. Das geht nicht. Von hier aus sehe ich auch nichts, was ich da irgendwie tun könnte, ne? Oder? So ein Ding, was ich nicht verstehe. Hm. Kann ich das drehen? Was macht es?
was macht es? Ich verstehe nicht, was es tut. Die Gefäße müssen sich doch irgendwie am Kran befestigen lassen. Ach, guck mal hier, doch, klar. Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Ja, hab ich doch. Bleib geschmeidig. Sie müssen hier gelagert worden sein. Aber diese Behälter sind beschädigt. So, meine allerliebste Lieblingsfreundin Lara, genau. Aber jetzt brennt's hier auch noch. Komm schon. Verstehe ich nicht. Ich verstehe auch diesen Schwung hier nicht. Wieso ist der da, wenn ich da rüber gehen kann? Warum sind diese beiden Feuerschalen hier? Was passiert, wenn ich jetzt dran ziehe? Was heißt das? Aha, ich habe irgendwas gemacht. Könnte sein, dass es funktioniert. Irgendwie. Oh, ja, genau. Ich muss jetzt nur noch das Fass hier runtertreten. Erstmal lösen, so. Und wegtreten. Und dann muss ich es anschießen, sobald es dann in der Nähe ist. Geil. Ja, top. Ist nicht gut. Oh Scheiße, wo soll ich denn lang gehen? Hier, okay. Oh Gott. Oh. Oh nee. Ah, nein! Oh, ja. Danke, Kamera. Danke. Ach, Kacke, nee. Oh mein Gott, bin ich zu blöd zum Kacken oder was, ey? Ich hab einfach mal nicht dran gedacht, dass da so ein Ding ist. Oh nein, 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 nein! Ergehen! Geschafft!
Es ist jetzt nicht mehr so weit. Oh. Mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Jacob, ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank. Es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Ja, mein Observatorium. Cool. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Da oben. Oh, jetzt verstehe ich das, warum ich da erst nicht hin konnte. Weil hier ist, Dingens. Hier sind noch die beiden Gräber, wo ich erst nicht rein konnte. Theoretisch könnte ich da noch reingehen. Irgendwie habe ich nicht so die Lust dazu. Bin ich jetzt doch in diese Gruft rein? Nein. Dachte schon. Ach so, ja. Ich war gerade am Rumdölmern am Mikrofon. Lara! Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott. Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Ach, Jonah. Er ist ein guter. Ja, wo gehen wir hin? Da hoch? Hey, da komme ich jetzt. Hoch? Ach, da ist zuerst zu gewesen, ne? Hallöchen. Gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir ihnen vertrauen können. Ja. Ich wollte gerade eben noch mal suchen. Missionen. Da war doch irgendwo eine. Wo stehen die denn? Wegen der Gräber. Kann ich da irgendwie rüber? Nee. Mission, Herausforderung hier. Nee. Egal, ich find's jetzt nicht. Ich dachte wegen der Gräber. Aber da. Ja, werde ich mich jetzt eher weniger drum kümmern. Ich möchte ein bisschen Story machen. Neues Basislager entdeckt. Yay. Komm.
Jemand anders hat Trinity in der Dunkelheit unter der Kathedrale angegriffen. Könnten das die Unsterblichen sein, die Sophia erwähnte? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie bei all dem? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment bin ich nur erleichtert. Jonah Lee. Ich hätte wissen müssen, dass er mich suchen kommt. Und Gott sei Dank fanden ihn Jacobs Leute, bevor er Trinity in die Arme gelaufen ist. Ich wollte nicht, dass er sich auch in Gefahr bringt. Aber ich muss zugeben, ich bin froh, dass er hier ist. Das ist gut. 3 Punkte mittlerweile schon wieder. Ja, moin. Ja, was ist das? Was ist Schaden durch, wenn du Kampfwunden versorgt hast? Okay. Tod von oben. Leiden sie nach einem erfolgreichen, lautlosen Kill kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde? Weiß ich nicht. Vergrößertes Zeitfenster für Ausweichwanderblase. Weiß ich nicht. Doppelschuss. Den könnte ich mal machen. Jo, gib mir den. Oh, warte mal. Den hier könnte ich auch mal machen. Finesse. Bonus-EP. Verschuss, weil sie gleichzeitig 3 Pfeile, natürlich. Komm, gönnen wir uns einfach so.